Zuschauerbeschwerde. Wir vermissen Kaliningrad. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Nicht wenige Zuschriften erreichen mich in den letzten Monaten, die mit Bedauern feststellen, dass meine Kanäle eine neue Ausrichtung haben. Es wird kaum noch über Kaliningrad informiert. Dies ist umso bedauerlicher, da Kaliningrad-Domizil die einzige Informationsplattform war, die tagesaktuell Ereignisse aus dem Kaliningrader Gebiet in deutscher Sprache veröffentlichte. Natürlich sind derartige Briefe an mich als Kaliningrader Lokalpatrioten sehr erfreulich, wenn ich lese, wie viele Deutsche sich aus welchen Gründen auch immer für Kaliningrad interessieren. Ich persönlich würde auch lieber über Kaliningrad berichten. Einfach aus dem Grund, weil ich mich, Bescheidenheit hin, Bescheidenheit her, durchaus als Kaliningrad-Insider, als Kaliningrad-Spezialist bezeichnen würde. Informationen erarbeite ich häufig selber. Sie sind durch mich überprüfbar und ich kann Videobeiträge selber vor Ort an Originalschauplätzen produzieren. Muss also keine Abmahnungen von YouTube wegen Verletzung von Autorenrechten befürchten. Warum also habe ich meine Informationspolitik geändert? Vergleichen wir die Statistik bei YouTube zu meinen veröffentlichten Videobeiträgen, so stellen wir fest, dass Beiträge aus Kaliningrad auf wesentlich weniger Interesse stoßen als die Beiträge aus der föderalen Politik oder sonstigen Ereignissen in anderen russischen Regionen. An sich ist dies auch verständlich, denn die Masse meiner Zuschauer hat keinerlei Verbindungen zu Kaliningrad und regionale Detailinformationen rufen wenig Interesse hervor. Weniger Interesse als bei denen, die Kaliningrad kennen und somit an den Informationen interessiert sind. So muss ich schon froh sein, wenn ein Kaliningrad-Beitrag ein Zuschauerinteresse von 30% im Vergleich zu anderen Videos mit föderalem oder internationalem Inhalt hervorruft. Der Arbeitsaufwand zur Produktion von Kaliningrad-Videos ist aber um ein Wesentliches höher als für die Beiträge mit föderalen Themen. Da ein Teil meiner Kanäle kommerziell arbeitet, das heißt Werbeverträge zu erfüllen hat, spielt Aufwand und Nutzen somit natürlich eine Rolle. Zum Zweiten muss ich mir von einem Teil meiner Zuschauer aber auch andere Töne anhören. Ich werde aufgefordert, die Stadtbezeichnung zu korrigieren. Die Stadt heißt Königsberg. Und ich als Deutscher sollte dies wissen. Begleitet werden diese Aufforderungen an mich mit Beleidigungen und Drohungen, die ich hier allerdings nicht wiedergeben kann, da die technischen Systeme von YouTube mir dafür sofort eine Verwarnung mit möglicher Kanalsperre aussprechen würden. Für mich stand somit die Frage von Aufwand und Nutzen. Muss ich mich beleidigen und bedrohen lassen für meine kostenlose Arbeit? Somit habe ich auf die Bremse getreten und veröffentliche äußerst sporadisch mal einen Beitrag zu Kaliningrad. Immer wieder dabei feststellend, dass sich am Interesse und an der Reaktion der Zuschauer nichts geändert hat. Also, meine lieben echten Kaliningrad-Fans, was tun? Vielleicht haben Sie Vorschläge, wie wir diese Situation ändern können. Bei der Gelegenheit noch ein paar Insider-Informationen. Sie wissen, dass zwei meiner Kanäle mit YouTube Partnerschaftsverträge abgeschlossen haben. Das bedeutet, ich verdiene Geld über Werbeeinnahmen. Es gibt Leute, die glauben, dass meine Bank anbauen muss, um das ganze Geld zu lagern. Das Geld, welches ich über YouTube verdiene und das Geld, welches durch Sie, durch Sponsoren, überwiesen wird, wird für den laufenden Unterhalt, Servermiete und so weiter verwendet. Im Wesentlichen aber für die Modernisierung und Vervollständigung der Technik.
um Ihnen eine in etwa Vorstellung zu geben. Für den Kauf der Mini-Drohne am Anfang des Jahres musste ich 2 Monate intensiv Videos veröffentlichen, zwischen 150 bis 200 Videos, um die benötigte Summe zu erhalten. Also, auch im kommerziellen Bereich sollte Aufwand und Nutzen in einem guten Verhältnis stehen. Haben Sie Vorschläge, Gedanken, Anregungen? Ich bin bereit, diese ganz täglich entgegenzunehmen. Übrigens, ehe ich es vergesse, für die Kaliningrad-Fans ein winzig kleines Trostpflaster. Ich habe einen neuen Videokanal. Dieser ist dafür bestimmt, eine Familie, die aus dem sibirischen Omsk nach Kaliningrad umgezogen ist, in Kaliningrad zu begleiten und zu beobachten, wie sie sich ihre neue Existenz aufbauen. Allerdings ist der Kanal in russischer Sprache und erst im Aufbau begriffen. Wenn Sie wollen, schauen Sie mal rein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.